Wer im Frühling bei schönem Wetter in Bad Homburg weilt, kann einen der schönsten und größten Kurparks von Deutschland erleben. Die von alten Kastanienbäumen gesäumte breite Brunnenallee ist die Flaniermeile des Parks, der 1854 von dem berühmten Gartenbauer Peter Joseph Lenné geschaffen wurde. An den Bäumen wurden als modernes Kunsthappening blaue Stühle befestigt. Als erstes Gebäude wurde das Brunnensälchen 1838 an der Brunnenallee errichtet. 1841 eröffneten die Brüder Blanc hier die Spielbank, die den Reichtum von Homburg begründete. Das Kaiser-Wilhelm-Bad entstand aus dem alten Fürstenbad und war am Ende des 19. Jahrhunderts das erste Gebäude für die gesundheitliche Versorgung der Kurgäste. Gleich gegenüber befindet sich der erste Golfplatz Deutschlands. 1899 wurde der Homburger Golfclub gegründet mit Mitgliedern aus höchsten Adelskreisen. Heute ist nur noch ein 9-Loch-Platz vorhanden, einer der wenigen öffentlichen Golfplätze. Der Stahlbrunnen wurde schon 1841 von dem berühmten Chemiker Gustav von Liebig wegen seines hohen Eisengehaltes hochgelobt. Über diesem Brunnen von 1906 erhebt sich ein Rundtempel nach einer Idee von Kaiser Wilhelm II. Der Elisabethenbrunnen ist die bedeutendste Heilquelle und wurde 1834 wieder entdeckt. Ihr Wasser dient der Linderung von Magen- und Darmerkrankungen. Hinter dem Elisabethenbrunnen sind Plätze für Brettspiele eingerichtet, die bei schönem Wetter eifrig genutzt werden. Zuschauer werden geduldet, gute Ratschläge sicher nicht. Na, was ist denn das? Spielstein oder Trinkflasche? Der Obelisk wurde 1906 zur Erinnerung an das erloschene Landgrafenhaus errichtet. Auf der Vorderseite ist der Landgraf Ferdinand II. Abgebildet, der als Prinz von Homburg bekannt war. Kaiser Friedrich III. Hielt sich mit seiner Gattin Viktoria, der Kaiserin Friedrich, oft und gerne in Homburg auf. Sie waren beim Volk sehr beliebt. Ende des 19. Jahrhunderts hielten sich viele Russen in Homburg auf. Um ihnen ein Gotteshaus zu schaffen, wurde diese Kirche gebaut und 1898 geweiht.
Stattliche Männer werden gerne bewundert, auch als Bronzedenkmal. Der Samariterbrunnen ist keine Heilquelle, sondern ein Ehrenmal. Im Jahr 1914 kaufte ein Landrat den Durstbrunnen und schenkte ihn der Stadt Homburg. Der siamesische König Chulalongkorn war krank. 1907 suchte und fand er Heilung in Homburg. Aus Dankbarkeit schenkte er einen kostbaren Tempel, der in Bangkok gefertigt und zerlegt angeliefert wurde. Der Aufbau verzögerte sich. Erst 1914 wurde der Tempel in Anwesenheit des Prinzen Mahidol eingeweiht.1844 wurde an der Brunnenallee die Orangerie gebaut. Ab 1908 war der Bau dann eine Wandelhalle für die Kurgäste. 1970 wurde die Halle zu einem Kurzentrum mit Konzertsaal und Kurcafé umgebaut. Im Café wird das tägliche Angebot zum Tanz von der älteren Generation gerne genutzt. Mit der Kurkapelle nehmen wir Abschied vom Kurpark Bad Homburg. Die Ursprünge von Homburg sollen auf das Jahr 782 zurückgehen. Heute präsentiert sich die Altstadt als ein idyllisches Stadtgebiet. Zwei Türme flankierten das erste Homburger Rathaus. Es ist jedoch 1820 wegen Baufälligkeit abgerissen worden. Die Türme sollen indes zur Verschönerung der Stadt die Zeit überdauern. Die ehemalige Residenz der Landgrafen von Hessen-Homburg wurde um 1680 bis 85 von Landgraf Friedrich II. Anstelle einer mittelalterlichen Burg errichtet. Ein markantes Zeichen ist der freistehende Bergfried des 14. Jahrhunderts. Bereits Mitte des 15. Jahrhunderts wird an der Burg ein Garten erwähnt. Der heutige Schlosspark wurde in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts in einen Landschaftsgarten umgestaltet.